22-Jährige in Nürnberg von Taxi angefahren. In Nürnberg ist eine 22-Jährige von einem Taxi angefahren worden. Die junge Frau war gerade auf dem Rückweg vom Wolke 7 Festival. Als sie die Marienbergstraße an einer roten Ampel überqueren wollte, wurde sie trotz Vollbremsung des Taxifahrers von dem Fahrzeug erfasst. Wie nordbayern.de berichtet, schien es zunächst so, als sei die 22-Jährige bei dem Unfall schwerst verletzt worden. Im Krankenhaus stellte sich dann aber heraus, dass sie lediglich einige schwere Prellungen von dem Unfall davongetragen hatte. Viele andere Festivalbesucher wurden Zeugen des Unfalls. Sie mussten von Seelsorgern betreut werden. Während der Unfallaufnahme war die Fahrbahn blockiert.